Heute wollen wir zu dem Platz gehen, wo die erste Base gebaut werden soll. Wir wollen mehrere NPCs und ein Alpaka besorgen und eine Base errichten. Wie immer habe ich das Ganze auch in Kapitel unterteilt, damit ihr, wenn ihr bestimmte Informationen haben wollt, einfach direkt dorthin springen könnt. Der Platz, den ich hier zuerst ausgesucht hatte, war keine wirklich gute Wahl, wie man hier sieht. Ich bin hier auf meinem, ich weiß nicht, x-ten Death Run und versuche diesem Jaguar zu entkommen. Und ja, ich habe dann letztlich beschlossen, dass ich nicht hier bauen werde. Und es gibt hier an der Ecke auch nicht nur einen Jaguar, sondern einige. Wenn ihr jetzt, so wie ich, im Nahtodmodus seid, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, ihr kriecht weiter, dann werdet ihr sterben und ihr könnt dann an einem Lagerfeuer oder an einem anderen Ort wieder respawnen. Oder ihr bleibt liegen und wartet, bis ihr von Mitspielern oder einem begleitenden NPC geheilt werdet. Wenn ihr habt, nehmt ihr ein Verbandszeug und heilt euch selber. Ja, oder ihr wartet einfach ab, bis euer Leben wieder hoch ist. Das kann schon 5 Minuten oder so dauern, aber irgendwann seid ihr wieder fit und könnt weiterspielen. Also diese drei Optionen habt ihr theoretisch. Da hinten ist der Dschungelpanther. Okay. Wir retten uns mal hier kurz drauf. Ich weiß nicht, ob das hier die beste Gegend ist, um bauen zu wollen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich sind wir gleich wieder tot. Nee, wir gehen woanders hin zum Bauen. Das hat keinen Sinn hier. Hier sind so viele Panther. Gerade am Anfang wird das super nervig werden. Meine Empfehlung, wenn du neu im Spiel bist, bleib wirklich erstmal in diesem Anfangsgebiet. Und wenn du am Strand bleibst und warte ab, bis du so ein bisschen mehr schon im Spiel drin bist, bis dein Charakter schon mal ein bisschen mehr gelevelt hat. Ich selber habe schon etliche Male angefangen in diesem Spiel, in den verschiedenen Betas. Insofern hatte ich vor, einfach auch weiterzugehen in den mittleren Bereich der Karte. Ich habe hier angefangen zu bauen und ich glaube, hier kommt unser erster NPC. In dem Moment, wo du das Leuchtfeuer aufstellst und deinen Bereich markierst, kommt normalerweise dein erstes Stammesmitglied. Wo ist er denn? Der Platz, wo ich ursprünglich bauen wollte, das ging nicht. Der war blockiert, dort durfte ich nicht bauen. Deswegen bin ich einfach weitergezogen. Und ja, ich habe jetzt hier die Bäume noch nicht gefällt, aber wir haben hier eine prima Aussicht auf den großen Graben, nennt sich das, glaube ich, hier. Ja, wir sind ziemlich zentral in der Mitte. Wir können uns in die Richtung ganz gut ausdehnen. Es ist nicht so eben, wie ich es mir gewünscht hätte, aber es ist ein schöner Platz. Notfalls bauen wir eben eher in die Höhe. So, ich baue hier jetzt noch ein bisschen weiter, dass mein Leuchtfeuer geschützt ist. Das Leuchtfeuer muss immer im Raum stehen, sonst wird es ausgehen, wenn es regnet. Ich höre doch hier das Zapsen. Wo ist denn dieser NPC? Da ist er. Wo sitzt er denn? Hä? Hat sich an mein Feuer gesetzt. Ach, da unten. Ja gut, mit F1 können wir zustimmen. So, und dann sollte sie... Da ist sie. Okay, das war jetzt ein bisschen schwierig. Sie war da unter der Dings gelandet. Ich gehe mal hier auf Kämpfen und gehe mal auf... Sie soll mir folgen mit F2. So. Und dann wird sie hoffentlich hier hochkommen. Ich lege hier erstmal hier eine Matte hin. Wir haben mal die absoluten Basics hier aufgebaut. Das große Leuchtfeuer, das geschützt ist. Da sind Baumzweige drin. Das Feuer muss immer brennen. Wenn es ausgeht, verfällt eure Base im Laufe der Zeit. Und es ist natürlich auch ein Spawnpunkt für euch. Ich habe die ersten Werkbänke aufgebaut. Wir haben den ersten NPC hier und da gucken wir jetzt mal rein. Die ist schon mal Level 25, das finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Die bringt schon mal ein bisschen Kleidung mit, obwohl das ist eigentlich schon fast kaputt, und bringt ein paar Waffen und Werkzeuge hier mit. Da habe ich also gar nichts gemacht, das war alles so, wie sie gekommen ist. Wir gehen mal hier ins normale Tab-Menü und hier auf diesem Button hier,
Da kommen wir in unseren Stamm sozusagen rein, in unsere Stammmitglieder. Hier haben wir den Rumstreicher. Wir können sie hier auffordern, dass sie mit uns kommt kämpfen. Wir können ihr sagen, sie soll mit der Arbeit beginnen. Wir können sie markieren, um auf der Karte zu sehen, wo sie ist. Und die hat jetzt von mir auch noch gar keine Aufgaben bekommen. Ich werde sie erstmal hier nur in der Base arbeiten lassen, weil ich kann sie noch nicht wiederbeleben und die sind schneller tot, als man gucken kann. Am Anfang zumindest. Deswegen wird sie erstmal hier in der Base bleiben und arbeiten. Ich habe sie angeklickt, bin hier in ihrem Inventar und habe hier oben den Charakter, das können wir uns jetzt mal angucken. Sie hat einmal verschiedene Attribute, also Basisausrüstung sozusagen, die sie schon mal mitbringt. Dann haben wir hier die Level. Sie ist bereits Level 25 und sie hat schon verschiedene Fähigkeiten hier mitgebracht. Diese Fähigkeiten beziehen sich genau wie bei mir, zum Beispiel darauf, wie man mit unterschiedlichen Waffen umgeht. Wenn hier ein farbiges Symbol ist, dann heißt das, dass das ein besonders guter NPC ist. Sie hat aber hier keine Farbe, also sie ist ein Standard. Und sie hat viele Talente, die teilweise eben auch negativ sind. Sie mag keinen Tabak, sie mag keine Strauße, wächst langsam, wenn es um bestimmte handwerkliche Tätigkeiten geht, ist schnell durstig und sie ist nicht besonders gut mit der Doppelklinge. Sie hat zwei positive Perks hier oder drei, kann man sagen. Sie ist eben gut mit Großschwert, Schild, Speer und Bogen. Insgesamt ist sie schnell in ihrem Wachstum. Sie hat eine zähe Konstitution. Das können wir hier erstmal sehen. Also sie ist jetzt kein besonders guter NPC, aber sie ist unser erster. Dann haben wir hier Können. Du selber kannst dich nur bis Level 50 entwickeln. NPCs können sich weiterentwickeln. Die hat jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich irgendwas, wo sie jetzt sich besonders hoch entwickeln könnte. Auch hier nicht. Also NPCs können sich bis 120 teilweise auch darüber hinaus entwickeln. Da ist sie halt überall unter 100%. Das ist so eher mittelmäßig. Wir werden sie aber trotzdem für verschiedene Tätigkeiten natürlich jetzt gleich einsetzen. Wir haben auch hier noch nichts, wo wir sagen könnten, da hat sie schon 30 Punkte erzielt. Das heißt, wir können hier keine Verbesserungen einstellen. Und bei den Beherrschungen haben wir jetzt hier alles im Standard. Auch hier hat sie noch nichts mitgebracht, was wir irgendwie verbessern könnten, wenn es um den Kampf geht. Das hier sind die verschiedenen Waffentypen. Bei Arbeit ist jetzt noch nichts drin. Wir werden sie allerdings zum Arbeiten einsetzen. Ich gehe allerdings mal hier an diese Werkbank, an den Schreinertisch. Das erste, was wir brauchen, um weitere Werkbänke aufzubauen, sind Holzbretter. Und ich habe ein bisschen Holz geerntet. Das habe ich ihr einfach mal hier schon reingelegt. Wobei die NPCs holen sich das auch aus den Kisten und bringen es auch wieder zurück. Also man muss das nicht hier reinlegen. Aber wir haben noch nicht so viele Kisten. So, und das erste, was wir brauchen, sind Holzplatten. Die lassen wir mal fertigen. Ich drücke hier jetzt die Taste D. Mit der Taste D kann ich sozusagen hier Aufträge einstellen. Und ich kann jetzt hier auf dieses Symbol gehen, auf dieses Zahnrad. Und jetzt kann ich sagen, okay, mach mir davon 999. Das heißt, so viel wie es geht. Und ich sage hier, sie soll das immer wieder tun und lege hier fest, in welchem Intervall sie das tun soll. Sie soll pro Tag 999 davon machen und gehe auf Bestätigen. Jetzt muss ich noch einen Bediener für diese Werkbank zuweisen. Wir haben ja im Moment hier nur einen Bediener und wir weisen sie jetzt hier zu. Und dann wird sie hierher gehen und wird anfangen zu arbeiten. Und da ist sie schon. Normalerweise, wenn du mehr NPCs hast, teilst du die natürlich so ein, dass sie das tun, was sie besonders gut können. Aber weil wir nur sie haben, muss sie jetzt erstmal sozusagen alles machen. Dann stellen wir hier ein, was wir sicherlich brauchen werden, ist grobes Leder. Und wenn ihr das hier anklickt, dann seht ihr hier verschiedene Sachen. Ich werde immer wieder gefragt, wo kriege ich Rehfell her? Wenn ihr am Anfang grobes Leder braucht, braucht ihr entweder Bestienhaut, Fell oder Rehfell. Und das kann ich hier zum Beispiel einfach ausschalten. Und jetzt wird grobes Leder bei mir nur aus Bestienhaut hergestellt. Das gleiche können wir hier machen am Leuchtfeuer. Wir wollen, dass sie immer dafür sorgt, dass hier genug Feuerholz drin ist. Wir teilen hier sie auch als Betreuer zu. Wir gehen nochmal hier ins Menü rein und öffnen, lege fest, welche Brennstoffarten verwandt werden sollen. Was wir im Moment viel brauchen, ist Stroh, das soll sie hier nicht reintun. Und die Baumrinde soll sie hier nicht reintun. Das Premium-Hartholz darf sie hier auch nicht reintun. Brennstoffe automatisch nachfüllen, bestätigen.
So sollte unser Lagerfeuer immer funktionieren. Nachdem die Base dann soweit fertig gebaut war, habe ich mich auf den Weg gemacht zum großen Barbarencamp. Dort die erst Pflanzen zu holen, Mais und Baumwolle insbesondere, Kartoffeln auch ganz wichtig und gleichzeitig vielleicht auch noch den einen oder anderen NPC hier mitzunehmen. Da gibt es ja einen eigenen Guide von mir auch dazu, insofern werde ich das hier jetzt nicht in epischer Breite euch zeigen, wie ich hier durchgegangen bin. Was bist du für einer? Nachdem ich den vorderen Bereich aufgeräumt hatte, geklärt hatte, habe ich dann hier eben das entsprechende Gemüse und die Baumwolle geerntet. Was ihr auch immer gucken solltet, da stehen immer so Behälter rum und in diesen Behältern sind oft Düngemittel oder Herbizide und ähnliches. Also hier nicht nur das Gemüse mitnehmen, sondern auch gucken, ob ihr in diesen Tongefäßen oder in den Fässern gute Dinge findet. Wie ihr seht, ist mein kleines Häuschen schon gewachsen. Es hat schon auch mittlerweile ein Dach über dem Kopf und ich habe aus einem nahen Camp hier einen weiteren NPC geholt, damit der erste nicht so viel arbeiten muss. Wenn ihr den NPC nach Hause getragen habt, legt ihr ihn auf den Boden oder auf einem Bett ab. Ihr geht in sein Menü rein und gebt ihm etwas Flüssiges zu essen. Das müsst ihr aktiv mit E machen, E-Taste drücken und dann auch einmal ihn heilen. Ihr könnt den NPC auch an der Stelle, wo ihr ihn gefangen habt, also irgendwo außerhalb zum Beispiel vom Barbarencamp ein Stück weg, auch dort könnt ihr ihn einfach ablegen und ihn mit Nahrung und mit Verbänden versorgen und ihn dann später abholen, wenn er schon selber laufen kann. Dann stellt ihr ihn in seinem Menü auf Kämpfen und anschließend auf Folgen und er wird nach Hause hinter euch herlaufen. Wenn der lila Balken hier auf 500 angestiegen ist, das ist die Anerkennung, dann könnt ihr ihn rekrutieren. Zum Abschluss wollen wir uns jetzt noch einen Alpaka holen. Ihr findet überall hier in dem Gebiet solche kleinen Camps mit 3 bis 4 Ausgestoßenen, die ein Alpaka-Baby dabei haben. Und dort könnt ihr euch dann so ein kleines Alpaka holen. Das ist nicht ganz so einfach, die zu bekämpfen. Natürlich abhängig davon, wie weit ihr euch selber schon geskillt habt. Aber ist durchaus ziemlich am Anfang schon möglich. Okay. So, da ist das Alpaka, das nehmen wir mit. Mal kurz heilen. Was haben wir hier drin? Nice. Oh ja, ich hoffe, ich kann mich gleich noch bewegen. Gut, jetzt muss ich entscheiden, was ich mitnehme und was ich nicht mitnehme. So, das Alpaka setzen wir ab. Dann gehen wir in die Gegenstände, geben ihm mal Mais zu essen. Das Stroh, das sie immer drin haben, das lässt sie eher verhungern. Also das kannst du fast vergessen. Und wenn man die mit Mais füttert, kriegt man sehr oft Saatgut wieder raus. Wenn wir es jetzt gefüttert haben, dann gehen wir mal auf die Verhaltenseinstellungen. Aktionseinstellungen, nee. Entschuldigung, wir gehen erstmal auf die Kampfeinstellung. Wir sagen, es soll kämpfen. Und dann gehen wir auf die Verhaltenseinstellung, Aktionen und sagen, es soll uns folgen. So. Und das wird jetzt hinterherlaufen, das wird sich aus Kämpfen raushalten und ja, wird mit uns kommen. Den Alpaka-Sattel lernt ihr übrigens, wenn ihr Bewusstseinsstärke 15 habt und könnt den dann in der Rüstungswerkbank bauen lassen oder selber bauen. Die beste Nahrung für das Alpaka ist das Alpaka-Futter, das ihr ganz normal in eurer Kochstelle zubereiten könnt. Und auch hier ist es wieder so, wenn ihr zum Beispiel gerade am Anfang werdet ihr immer wenig Weinreben zur Verfügung haben, dann könnt ihr das entsprechend hier
deaktivieren, sodass nur Fasern oder Stroh benutzt werden. Und natürlich der Mais, den ihr anbauen müsst. Das Alpaka und ich verabschieden uns für heute von euch und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Mach's gut, bis dann und ciao.